herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Mama wieder dabei, denn wir beide haben uns dazu beschlossen, beziehungsweise ihr habt uns auch ermutigt, dass wir den Mama-Mittwoch einführen. Und ab sofort wird es jeden Mittwoch um 17 Uhr ein Mama-Themenvideo geben. Mama wird dabei sein. Das finde ich eine gute Idee und das werde ich unterstützen, solange ich auch Mauritius sehen werde, wir ein paar Themen drehen, die vielleicht für euch interessant sind. Und wie gesagt, ich freue mich mal wieder dabei zu sein, nach einer langen Pause, die ich in Deutschland war und die Sophia auf Mauritius. Und jetzt sind wir zusammen und mal ein paar schöne Themen, die euch vielleicht für euch Interesse, eure Interesse ist, mal einfach mitzuteilen. Und genau. Und was ganz, ganz wichtig ist, sorry, dass ich es untersprochen habe, wir drehen die Videos momentan vor. Jetzt habt ihr noch die Chance, dass eure Themen, die ihr euch wünscht, dass wir die mal in einem Video besprechen und dann können wir diese Videos vordrehen. Da ich meine Mama aber erst wieder im Februar sehe in Bali, da werden wir wieder vordrehen, schreibt bitte jetzt die Themen sozusagen runter. Und heute, Mama, wird es um die Unterdrückung durch Eltern gehen. Also wie fühlt man sich als Kind und gerade wenn man in der Phase ist, wo man sich seinen eigenen Charakter ausbildet und entwickelt, wie fühlt man sich da, wenn die Eltern immer noch zu dominant sind und nicht aus diesem Trott rauskommen, was man so als Kind hat, dass sie immer sagen, ja, darfst du nicht. Ja gut, das kommt immer mit 10, so ab 12, so würde ich sagen, da fängt ein Alter, wo man ein bisschen sich von den Eltern ein bisschen befreien möchte oder so. Oder einfach, wenn die Eltern sagen, macht das nicht. Wie hast du das denn bei mir miterlebt? Du kannst erstmal aus deiner Sicht und dann kann ich das ja bei mir. Ja, wie habe ich bei dir erlebt? Diese Phase habe ich das nicht so stark erlebt, wie ich selbst das erlebt habe bei meinen Eltern. Ja. Ich war mehr Kontra, der hat Rebellen. Ich war eine richtige Rebellin, weil meine Eltern so dominant waren. Meine Mutter war sehr dominant, sie hat immer gesagt, du darfst keinen Freund bis so und so haben. Dann hatte ich einen Freund oder habe ich versucht, einen zu haben. Dann hat sie gesagt, du darfst nicht da tanzen gehen, aber da wollte ich hin und so weiter. Alles, was sie nein gesagt hat, du darfst das nicht. Monika wollte das. Immer Kontra hast du gegeben. Immer Kontra, für alle Kleinigkeiten und so. Ich glaube, das ist auch so dieser Nebeneffekt, beziehungsweise dieses Negative, was passiert, wenn Eltern zu dominant sind, dass man sich dann denkt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und bei der Sophia habe ich gesagt, okay, diese Phase möchte ich nicht haben. Ich will nicht, dass meine Tochter so ist wie ich. Das Gegenteil macht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann vielleicht, wenn man ein bisschen mit Reden und ein bisschen mit Freiraum zu geben und einfach, dass man sagt, okay, ich gehe auf sie ein, ja, und dann, okay, sie kann zu mir kommen und ein bisschen reden und so und dann vielleicht klappt das besser. Ja, ich hatte ich hatte mehrere Mal eine Kontra von der Sophia, wo ich mich richtig durchgesetzt habe, egal wie alt sie war. Das war bei der Schule aussuche und bei den Zahnspangen tragen. Das waren zwei Themen, wo wir so ein bisschen aneinander geraten sind, wo ich aber im Nachhinein sagen muss, dass ich sehr dankbar bin und glücklich darüber bin. Ja, also ich glaube, es gibt Punkte, da ist es wichtig, dass Eltern diese Dominanz beibehalten und sehr stur sind und sagen, hier bei den und den Punkten, da kannst du so viel kontrollieren, wie du willst. Es wird so und so gemacht und später wirst du mir tatsächlich dafür danken. Ja. So ist es bei meiner Schulwahl gewesen. Ich hätte Damian sonst auch nicht kennengelernt. Ne? Ja, da war für sie diese Schulwahl sehr frustrierend gewesen. Da hatte ich eine sehr starke Gegenwind gehabt, weil es war die komplette anders. Sie ist gerissen worden. Nicht nur von der Schule, sondern auch von den ganzen Umgebungen. Wir sind nach Darmstadt so umgezogen und ist deswegen, wir mussten das irgendwie, das für sie war komplett anders. Sie ist wirklich allein in die Schule hingegangen mit anderen Leuten. Also nicht die Wohnung nicht mehr, wir sind in ein Haus gezogen. Wir hatten eine andere, komplett andere Stadt. Ich kannte keinen mehr dort und ich hatte auch keinen mehr in der Nachbarschaft. Wir haben, also es war alles neu, dementsprechend war das für mich eigentlich die Hölle in dem Moment, weil ich mir echt dachte, ich werde nie wieder Freunde finden. Die Freunde erstmal alle weg und das, ihr kennt es ja wahrscheinlich, das ist nicht schön. Ich glaube, könnte mir auch nicht vorstellen, einen Schulwechsel zu haben in der 6., 7. Klasse. Das wäre noch schlimmer, glaube ich. Und da habe ich gesagt, wir ziehen das durch. Sophia, du wirst da Spanisch lernen und gut, dann habe ich ein bisschen auch... Das hat ja auch Nerven gekostet, oder? Spanisch war für sie nicht wichtig. Ich meine, das war für sie blöd, sowieso die ganze Grundschule. Als sie zur Muttersprache Spanisch gegangen ist, hat sie immer Theater gemacht und so. Das war total schlimm, aber ich habe gedacht, okay, ich ziehe das durch. Wenn ich die böse Mama, aber ich weiß, dass das da Spanisch wichtig ist und nicht die Zeit, ich habe ihr das beizubringen. Und deswegen für mich, das war wichtig. Und dabei habe ich auch gedacht, dass nicht irgendwie einen Schaden an die Persönlichkeit da tun damit. Ja, ich tue nichts Schlechtes. Ja. Und bei Spangen tragen, das war so, Zahnspangen tragen, das
war genauso, das war in der Grundschulalter, die Sophie hatte Zahnspangen getragen und die Zähne waren leider nicht richtig gewesen. Ja, die Zahnspangen, es ist so, dass wir, da habe ich auch genervt, habe ich gesagt, Sophia, das war nach der 15. Geburtstag, habe ich gesagt, komm Sophia, wir gehen noch eine neue Zahnspange, weil die Zähne sind nicht wirklich gerade gewesen und so. Und da war die Sophia gar nicht einverstanden. Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. Da war sie total irritiert. Die hat mich wirklich da wirklich, das war hart. Ich musste mich richtig an Sachen anhören und das war richtig, richtig hart. Ja, tut mir leid. Und draußen habe ich, wie gesagt, das gemacht, weil für mich nicht eine Unterdrückung ist von der Persönlichkeit. Wie gesagt, das Problem war halt damals, habe ich das ganz kurz aus meiner Sicht, bevor wir hier zum nächsten Thema gehen. Aus meiner Sicht, ich war damals 15. Ich bin mit 15 in die 11. Klasse gekommen, weil wir G8 hatten und ich Kannkind war. Das heißt, schon mit 5 eingeschult worden sind. Dementsprechend war ich schon mit 19-Jährigen zusammen und habe kurz vor meinem Abi, das war ganz knapp, meine Zahnspange abbekommen. Aber ich habe an sich Abi-Phase, die ganze Oberstufenphase, wo man zum ersten Mal abends weggeht und dann mal ein Bierchen trinkt, habe ich alles mit Zahnspange gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, ich sah eh schon jünger aus, bin ständig mit Älteren unterwegs gewesen, war im Kopf ja an sich auch schon weiter, weil ich meine, ich habe meinen Führerschein schon ganz früh gemacht. Schon mit 16 ist egal, Kinder schreien halt. Die schreien halt, wir sind neben dem Kinderparadies. Da gehen wir gleich hin. Nee, aber ich war im Kopf ja schon weiter, weil ich immer mit Älteren zu tun hatte. Und dementsprechend, ich wurde ja an dem Eingang ständig nach meinem Perso gefragt, ja, weil ich einfach aussah wie 14 mit meiner Zahnspange. Ja, da muss man auch wiederum vielleicht das Thema, die wir demnächst ansprechen werden, wie Mobbing. Mobbing und abends weggehen, das wäre doch mal noch ein Thema. Mobbing und sozusagen, dass man da vielleicht an den Kind... Und das Kind so da in eine komische Situation bringen könnte, wo ich als Eltern da in dem Moment keine Gedanken gemacht habe, muss ich sagen. Aber zurück zu dem Thema Unterdrückung. Klar, meine Mama hat recht, es hat die Persönlichkeit ja nicht unterdrückt an sich. Und das Problem ist aber, was grenzwertig wird, wenn man die Persönlichkeit unterdrückt. Wenn man dem Kind vorschreibt, welches Hobby es zu machen hat, weil irgendwas gefährlich sein könnte oder irgendwas nicht gut, in den Kreisen gut gesehen wird, hat nicht geklappt. Vorzuschreiben, ich einfach versuche, okay, Sophia, komm, probier wieder was anderes aus, zum Beispiel Basketball, Handball. Nee, Tennis. Das Tennis. Immer zum Tennis, weil die gesagt, Tennis, ja. Wenn, egal wie alt du bist, Tennis wirst du immer spielen können. Ich habe 4 Jahre lang Tennis gespielt und ich war wirklich nicht Basketball schlecht. Basketball habe ich dir auch gut geschickt zum Schnuppern. Und nee, da war ich selbst. Basketball habe ich selbst entschieden. Ah, okay. Und, Handball oder so? Nee, Handball nie. War Grundschule. Nee, Handball habe ich ja gehasst. Ja, zur Grundschule hast du immer versucht, aber dann kann ich mich nicht mehr. Ich habe immer versucht. Aber Tennis, ich musste 4 Jahre lang zum Tennis gehen, weil es hieß, du musst zum Tennis gehen, dann darfst du auch zum Cheerleading gehen. Ja, aber gehen. Dafür hast du auch gute Erfahrungen da gemacht. Da ich war ja auch nicht schlecht. Ja, ich bin zweimal nach Riga, also nach Lettland und so. War ganz cool, aber es war nie mein Ding. Es war nie das, was das ich stimmt, wollte. Das stimmt. Und da hat man auch gemerkt, bei Sachen, die man nicht selbst will, weil es einem selbst wirklich gefällt, mit den Sachen hört man auf, die macht man nicht konstant und man vernachlässigt andere Sachen, die einem vielleicht besser gefallen. Und ich finde, das ist das Problem, wenn Eltern bei Hobbys vorschreiben, was man zu tun und zu lassen hat, weil man dadurch unglücklich wird. Ja. Es hat zwar ab und zu Spaß gemacht, aber ich empfand es teilweise als Last, dass ich mich in die Straßenbahn setzen musste und eine halbe Stunde oder länger dahin fahren musste, um teilweise mit einer Gruppe zu spielen, die mir auch nicht das gefallen nicht so hat. Ja, und ich glaube, das ist beim Hobby, hast du ja schon gesagt, das hat nicht geklappt. Oder was hast du dir daraus erhofft? In ja dem Moment gut, damals? Ich meine, Tennis ist wie gesagt etwas, die ein bisschen gut Teamsport kann man nicht nennen, aber etwas mit Ball, weil ich mache auch sehr gerne Sachen mit Ball. Wie gesagt, Schwimmen oder so ist nicht mein Ding. Aber ich mache es ja, ich wollte die Sophia immer Sachen zeigen, die Möglichkeit cool geben, die ich cool finde. Auf jeden Fall, das hat nicht gebracht und gut, danach war Eiskurslauf, das habe ich unterstützt, sie wollte das und es war da, wo wir wohnten, auch ganz praktisch. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, damit will ich sogar wieder anfangen, sobald und, ich in Deutschland bin. Und dann was noch? Cheerleading überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt nicht unterstützt, weil ich immer, als ich da war, hatte ich immer so zittern, so hoffentlich klappt das mit den Sprüngen und mit diesem Salto und so weiter. Wie gesagt, es war nichts für mich, das anzuschauen. Das Problem ist halt wirklich, wenn man Kinder zu sehr einschränkt und wenn man merkt, also das Problem ist, wenn man Leuten, also Kindern zu sehr was aufziehen will. Wir sehen das hier jeden Tag am Strand. Wir sehen ganz viele Kinder am Strand, die mit ihren Eltern Surfurlaub machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Und die haben jedes Mal was mit Surfen zu tun. Die Kinder sind da und sind schon gelangweilt. Die wollen nicht surfen. Egal wie Eltern, die wollen, egal wie sehr die Eltern wollen, dass das Kind später cool ist und surfen kann und kiten kann, die werden es höchstwahrscheinlich nicht machen. Und man muss akzeptieren lernen, finde ich, als Eltern. Und ich hoffe, dass ich das, wenn ich mal selbst Kinder habe, dass ich umsetzen kann. Das wird aber immer schwer. Man sagt es jetzt. Man sagt immer, es wird nie so sein wie meine Mama. Am Ende macht man eh die Hälfte der Sachen gleich. Ja. Und dass man muss akzeptieren lernen, dass das Kind eine eigene Persönlichkeit hat. Das ist nicht schlimm. Eine eigene Persönlichkeit hat und eine eigene Charakter entwickelt. Und da muss man unterstützend sogar mitwirken, dass man sagt, wenn sie sagt, irgendwie du hast Interesse, also ich habe Interesse, aber nee. Aber es ist auch wichtiger von euch auch, dass ihr dieses Vertrauen den Eltern gibt, dass sie auch die Sachen annimmt. Ja, das ist zum Beispiel den Eltern mit euch redet über, keine Ahnung, ihr wollt irgendwas entscheiden über Hobbys oder Schule oder sonst was, ein Ausflug oder sonst was. Und dass ihr offen zu den Eltern geht, darüber redet und auch die Eltern, wenn die Eltern irgendwelche Meinung oder zu euch so sehr überzeugt sind von überzeugen von etwas oder begründen, warum das nicht so gut wäre oder so, dass ihr auch zuhört und auch eine gewisse Gespräch stattfinden, so einen Meinungsaustausch, auch nicht eine Argumentation. Ohne Argumentation, ich will das so, ich mache das so. Nicht kontra. Und dann der Mutter oder die Eltern sagen, du darfst das nicht und so weiter. Und dann entstehen halt Situationen, die auch für beideseitig unangenehm sind. Und auch Stress. Ich meine, wir hatten auch stressige Situationen mit der Sophia gehabt, das ist normal. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, was ich so falsch gemacht habe, dass ich nicht so alles geworden ist, wie es jetzt geworden ist. Ja, so deswegen kann ich nur raten, die Eltern, die so dominant sind, so zu den Kindern zwischen 12, lass ein bisschen weg. Zum Beispiel, ihr müsst nicht mit 12 Uhr vorschreiben, wann die unbedingt ins Bett gehen müssen oder so. So für mich ist die Sache so, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Eltern sehr dominant sind, warum auch immer, in Entscheidungen für Hobbys oder sonst was, dass ihr darüber spricht, so dass ihr darüber sagt, weil manchmal die Eltern merken das nicht. Ich als Elternteil oder Mutter merke ich nicht, wie dominant mein Kind gegenüber in dem Moment bin. Aber vielleicht sagt ihr, pass mal auf, Papa oder Mama, das meinst du nicht, das könnte ich selbst entscheiden, vielleicht mit eurer Hilfen, aber dass ich vielleicht, ich wünsche mir das und das. Was ist eure Meinung? Aber nicht so bestimmend, sondern dass ich einfach austausche. Oder dass ihr einfach sagt, meinst du, in dem Alter könnte ich das und das noch entscheiden? Und dann, dass auch die Eltern ein bisschen offen sind und nicht so strikt. So, wie gesagt, wenn ihr die Kinder bis zum 12 nicht richtig erzogen habt, wird ihr in dem Alter jetzt nicht mehr so viel machen können. Deswegen, man muss es ist ab 12, 13 in der Pubertät seine Miteinander wachsen, um diese Beziehung am besten zu machen. Welches Argument immer hilft, ist auch einfach, wenn man seinen Eltern sagt, denkt dran, wie ihr früher wart in dem Alter und was ihr euch von euren Eltern gewünscht hättet. Und vielleicht akzeptieren das dann auch mehr Eltern und dass man wirklich sagt, hey Mama, ich glaube, oder Papa, ich glaube, das gefällt eher dir und es ist schön so, aber mir gefällt lieber das und ich würde es lieber so machen. Und was auch ganz wichtig ist, irgendwann mal lernt man ja selbst, also Mamis und Papis, wenn man immer noch Schlafenszeiten setzt um eine bestimmte Uhrzeit, man wird selbst lernen mit 12, 13, dass man zu lange wach war und am nächsten Morgen verdammt nochmal sehr müde ist und am nächsten Tag wird man wissen, dass man früher ins Bett geht. Genau. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit und bei größeren Sachen ist es genau das Gleiche. Ja. Und klar. Wie gesagt, man muss sich schon Sachen sagen lassen von den Eltern, bis man erwachsen ist. Wie Sophia lässt sich auch manche Sachen bei mir machen. Ich gewinne auch sehr viel von ihr jetzt. Ich lasse mich auch beraten von bestimmten Frauenaustausch. Aber das muss wachsen. Und wenn man immer dominanter ist, wenn immer als Elternteil nur bestimmend, das wächst nicht. Dann ist nicht gesund. Nein, das ist nicht gesund. Deswegen, ich denke, das ist auch der Abschlusssatz. Was sagt ihr darüber? Was haltet ihr darüber? Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Mama Mittwoch sehen wollt. Abonniert den Kanal sehr gerne, denn jeden Mittwoch um 17 Uhr wird ein Video dann online kommen. Genau. Und bei Themenwünschen natürlich auch alles damit in die Kommentare. Ich verlinke euch das letzte Video, wo wir aus Mama- und Tochterperspektive gesprochen haben, und zwar über den ersten Freund. Klickt da gerne rein, Link dazu in der Infobox und einmal hier so eingeblendet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.